Was wird denn das, wenn es fertig ist? Hier. Hier, Mobbing. Das ist ein großes Thema da drin. In zwei Abteilungen sind deswegen schon Leute rausgeflogen. Und mir reicht es jetzt nämlich auch. Ja, Mobbing, du spinnst ja. Da, sowas, das ist Mobbing. Und solche Bemerkungen über meine Krawatte und sowas. Was ist denn hier los? Ulf hat mich gemobbt. Quatsch, die haben nur gesagt, dass er eine schicke Krawatte anhat. Du hast nicht gemobbt, der ist gelogen. So, du kommst auch mit auf die Liste. Sowas ist ab sofort, ist das alles verboten. Was ist denn los, Ernie? Bert, der ist Bert. Berthold. Ja, wie mein Opa ist im Krieg gefallen, das ist einfach eine Frage des Respekts. Was steht da unter Witze über Figur? Das heißt Frisur. Dann schreib mal noch Witze über Handschrift runter. Ich würde Figur aber auch drauf schreiben, weil an deiner Stelle würde ich mir echt mal Gedanken über ein paar Arschimplantate machen. Stehst ganz oben. Heißt der Kampf? So. Ja. Ja, hundertprozentig. Hab ich gesagt. Morgen. Ja, wenn es schlecht läuft, dann hat der Bauer den Mist in der eigenen Hose. Ja. Was ist das denn? Diese modernen Handys, da weiß man immer nicht. Stromberg? Wer? Ah. Ja, wo soll ich denn wissen, wo der Kellerschlüssel? Ja, da kümmere ich mich drum, wenn ich nach Hause komme. Das ist jetzt ganz schlecht. Bis später. Tschüss. Meine Frau. Grüß Sie, Frau Berke. Herr Stromberg, haben Sie sich der Kantine gegenüber als Gesundheitsamt ausgegeben? Hab ich was? Wer sagt denn sowas? Ich habe nur gesagt, dass man in der Kantine vom Boden essen kann. Und vielleicht tun wir es sogar und merken es gar nicht. Scherz. Das ist alles picobello, da tragen ja sogar die Rattenhaarnetze. Also, wer das in den Herr falschen... Stromberg, Sie wissen, dass wir momentan schon Ärger haben wegen der Mobbingvorwürfe in anderen Abteilungen. Über Mobbing ist ja nun Quatsch, Frau Berkel. Wir reden doch hier nicht... Ich wollte das mal erwähnt haben. Ja. Ja, ich muss eben noch... Wo steckt denn der Schlingelkringel? Hoppala. Ah, hier. Ja. Hat er sich versteckt. Ja. Die nackte Akte. Ja. Ja. Mhm. Ja, d'accordion, wie der Franzose sagt. Ja, null problemo. Okay, Grüße an die Frau. Okay, tschüssi. Ach, herrlich. Du Bert, ich hab da mal eine Frage. Geht ganz schnell. Mhm. Was gibt's denn, Ulf? Du, ich hab da letztens so einen weichen Keks gefunden. Weißt du, wo der ist? Oh, ich glaube, den habe ich bei Ernie im Kopf versteckt. Wie, du meinst, Ernie hat jetzt einen weichen Keks im Kopf? Mhm, weil der Ernie sagt immer so Sachen wie Okese und Tschüssi. So, ich mache jetzt mal eine schwarze Liste. Was machen wir denn jetzt mit dem Ernie?